Grüßt euch und herzlich willkommen zum 21. Teil zum Bau meiner Spinnenanlage. Heute mache ich an der Stelle hier weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So, heute starte ich mit meinem Hinterhof. Dazu wollte ich eigentlich ursprünglich ein selbstgemachtes Kopfschneidpflaster nehmen, habe schon angefangen. Ich hatte hier auf meinem Styrodur vorher eine Bergwerksspachtel verteilt, aber irgendwie taugt mir das nicht. Irgendwie wird das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es ist schon wieder so rissig, weiß nicht, ob es zu dünn ist oder... Naja, wie auch immer, ich habe mir jetzt was bestellt aus Rügen. Genau, und das probiere ich jetzt mal aus. Rügen bin ich mal mit dem Zug gefahren. Das war sehr schön. Ich nehme an, dass das hier auch sehr schön ist. Gut. So, jetzt habe ich mir das mal hier Probe gestellt und habe das schon abgemessen. Jetzt habe ich herausgefunden, wie tief ich das brauche, die Matte. Das schneide ich mir jetzt mal am Tisch zurecht. Und hier innen muss ich dann auch ausschneiden, weil hier innen kommt eine betoniert oder Zement oder was auch immer rein. Das werden wir jetzt dann noch entscheiden. Gut, aber jetzt schneide ich das erstmal zurecht. Muss ich jetzt um jeden Millimeter kämpfen, weil sonst habe ich vorne zu wenig Platz. So, da kommt dann noch eine Mauer hin. Wenn ich das hier mit dem Weg mache, weiß ich noch nicht. Muss ich schauen, ob ich den vielleicht ein bisschen näher an den Kanal hinlege, weil hier ist ein kleiner Weg rüber. Genau, und jetzt brauche ich dann noch ein Teil. Hier. Aber jetzt schneide ich erstmal da in der Mitte raus und schaue, was ich davon noch verwerten kann. Dafür habe ich jetzt mal einen Bleistift als erstes. Schaue ich mal, ob das funktioniert. Weil das sehe ich nicht. Also nehme ich einen Filz. So. Dann schauen wir mal, ob das was wird. So, dann habe ich das Ganze mal ausgeschnitten. Das kommt hier ungefähr hin. Und dann kommt hier das Gebäude rein. Theoretisch. Naja. Sagen wir mal so, es ist gut, dass es mehr im Hintergrund steht. Hier habe ich noch für innen eine Platte vorbereitet. Das soll dann meine Zementplatte werden oder Beton oder was auch immer. Das kommt innen rein. Und dann kann ich darauf meine ganze Inneneinrichtung fixieren. Gut. So schaut es jetzt aus. Jetzt werde ich als nächstes... Passt das überhaupt so? Na okay, das muss man eh ausrichten. Gut. Dann habe ich mir hier die Stelle markiert, wo die Pappe für die Inneneinrichtung hin soll. Mache ich wieder Leim drauf. Und dann verstreiche ich das schön. Beschwere ich das Ganze noch und lasse es trocknen. So, das ist jetzt trocken. Da kann ich jetzt das Haus schön drauf fixieren. Das ist dann auch als Hilfe zum Ausrichten gedacht, quasi später mal, weil das soll weiterhin abnehmbar sein. Und jetzt klebe ich meine Dingens hier daneben. Ich habe hier noch eine Lampe reingebaut zwischenzeitlich, nur falls ihr euch wundert. So, jetzt klebe ich das hin. So, jetzt habe ich Leim unten aufgetragen und jetzt klebe ich das mal vorsichtig hier hin, dass ich das Haus nicht mit verklebe am besten. So. Dann hole ich das Haus raus und beschwere das Ganze wieder. So, das konnte jetzt trocknen. Alles, das ist jetzt alles schön fest. Und jetzt mache ich hier den Übergang zwischen der Garagenzufahrt und dem Kopfsteinpflaster. Und dazu nehme ich mir wieder meine Spachtelmasse. Sehr schön. Und ja, mach das einfach zu hier. Da ist so eine kleine Lücke. Gut, das war's schon. So, für den Werkstattboden habe ich jetzt hier
Zementfarbe. Und da werde ich jetzt mal schön malern. Jetzt lasse ich das trocknen und dann werde ich das noch mit anderen Farben wahrscheinlich ein bisschen bearbeiten. Mir schwebt da jetzt erstmal ein bisschen helleres Wash noch vor, ein Weiß oder so. Und dann ein Schwarzes. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Meine Freundin war da. Hat gesagt, ja, das kannst du nicht lassen. Man würde das so nicht der Länge nach pflastern. Und ja, sie hat ein paar ganz gute Argumente vorgebracht und vorgetragen. Und jetzt habe ich es nochmal weggemacht, zumindest hier. Und setze es hier quer an. Ja, am Ende hat sie halt dann wahrscheinlich doch wieder recht. Aber es ist halt jetzt überraschend. Das nächste, ich hab gesagt zu ihr, das nächste Mal kommst bitte vorher und schaust es dir an. Gut, das mache ich jetzt und dann zeige ich euch mal den Zwischenstand. Gut, jetzt habe ich das mal professorisch alles hingelegt und habe sie mal nochmal hier antanzen lassen, bevor ich das nochmal hinklebe. Und jetzt findest du es viel besser. Ich habe jetzt hier natürlich dadurch, dass ich das weggeruppt habe, Löcher. Aber gut, das ist jetzt nicht so tragisch. Ich hätte sowieso ein paar rausgemacht, weil ich da Pfützen machen möchte. Und so ein Hinterhof ist ja eh ein bisschen, ja, räudig. Räudig ist das falsche Wort. Runtergekommen, so heißt es richtig. Gut, jetzt klebe ich das Ganze mal hin. Und dann können wir weitermachen. Das konnte jetzt ordnungsgemäß über Nacht trocknen. So schaut es jetzt von oben aus. Das mit den Löchern ist jetzt nicht so tragisch. Da kommt Sand rein und dann in die größeren so ein bisschen Pfützen. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Genau, hier das Häuschen, das hier hinkommt, das wird festgeklebt. Da kommt auch keine Inneneinrichtung oder Beleuchtung rein. Das hat bloß ein ganz winziges Fenster. Ja, aber so schaut es jetzt aus. Ich habe jetzt den Ursprungszustand wieder hergestellt. Auch hier den Übergang habe ich gemacht. Und alles drumherum eingebräunt. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wird als nächstes verfugt, nehme ich an. Genau. Jetzt habe ich ein paar Tests gemacht. Angefangen habe ich mit Pulver. Das ist aber gar nicht so geil, weil sich das oben auf den Steinen absetzt. Und dadurch schaut das alles gleichfarbig aus. Also das ist nichts. Dann habe ich getestet mit einer Spachtelmasse. In Weiß wäre es vielleicht noch gegangen. Aber sobald ich da Farbe reingemischt habe, hat das auch nicht mehr funktioniert. Und jetzt habe ich noch einen Test gemacht, indem ich das vorher mit Pulverfarbe anmale. Das geht aber auch mit Wash. Das habe ich auch schon ausprobiert. Und dann quasi erst den Ding reinmacht, den Schotter. Und so werde ich das jetzt machen. Durch das Wash wird es dann gleichmäßiger und nicht so linig, das Ganze. Genau, und jetzt fange ich mal an. Jetzt habe ich mir ein leichtes Grau. Das hier. Und jetzt fange ich mal an zu waschen. Da bekommen die Steinchen schon mal eine ganz andere Farbe. Ich werde das dann wahrscheinlich noch mit matten Klarlack fixieren vorher. So, an den Seiten mache ich noch eine zweite Schicht drüber. Da so ein bisschen dreckiger ist in Richtung Gebäude und in Richtung Mauer dann später. So, das mache ich jetzt mal auf die ganze Fläche und dann geht's weiter. Es konnte jetzt über Nacht trocknen und jetzt habe ich es auch schon mit matten Klarlack überlackiert und jetzt wird mal fein besandet. Löcher lasse ich mal noch aus. Den mache ich dann, glaube ich, separat. Jetzt habe ich das soweit fertig gemacht. Jetzt wird es klassisch eingesprüht mit Alkohol. Und dann mit der Pimpette. Da habe ich aber jetzt schon bei den Tests gelernt, dass ich da quasi ganz sanft sein muss.
So, gut. Und während das jetzt trocknet, habe ich hier von Vallejo Oil Stains. Und das macht so Ölpfützen. Und das verteile ich jetzt hier mal so ein bisschen. Werde ich dann vielleicht noch ein bisschen schwarz auch ran müssen. Gut, das lasse ich jetzt einfach mal so und schau mal, warte mal ab. Lass das auch mal trocknen und dann kann ich ja nochmal gegebenenfalls drüber gehen. Das konnte jetzt über Nacht trocknen, so schaut es jetzt aus. Jetzt mache ich das noch hier so ein bisschen mit einem schwarzen Wasch. Das ist aber sehr schwarz. Da kommt jetzt dann ein Auto hin mit einem Schweißer und Schweißlicht. Man sieht eh nicht mehr viel davon, aber so ein bisschen schön soll es schon ausschauen. Und das Dingens hier, Kopfsteinpflaster, finde ich persönlich, ist jetzt ein bisschen zu hell. Ich weiß gar nicht, sieht man es? Ein bisschen sieht man es. Und hoppala. Und ja, da werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen dann am Ende drüber gehen müssen. Da habe ich hier den guten Sachsenring P240 und da habe ich hier vorne das Rad weggemacht und ein Schweißlicht hingemacht. Und da wird jetzt quasi das so platziert. Dann kommt hier daneben der Schweißer hin. Hier. Und genau, und das soll dann da so ein bisschen flackern. Gut, jetzt muss ich mir einen. Jetzt suche ich erstmal die Mitte zum Tor. Und dann brauche ich einen Stift zum Markieren. Ich möchte das da machen, wo das Rad ist. Und dann wird gebohrt. Jetzt habe ich ihn schon angeschlossen und jetzt ist er schon fleißig am Schweißen. So schaut es jetzt aus. Gut, also funktionieren tut's. Schaut ganz cool aus. Jetzt kann ich so ein bisschen hier weitermachen. Die Werkstatt ist jetzt soweit eingerichtet. Hier ist jetzt so ein Schreibtisch dazugekommen mit einem Amboss drauf, hier ein kleiner Ofen im Eck mit Brennholz, dann der dazu passende Kamin in Verlängerung zu dem hier quasi. Und dann die obligatorischen Paletten sind natürlich auch dabei, die dürfen nicht fehlen. Er baut gerade hier, ja, wird scharf, Kollege, da ist er. Er baut gerade hier an dem Anhänger. Ja, ich weiß nicht, wie es heißt, das Anhänger-Dingsbums, Deichsel, ne, keine Ahnung, ich weiß nicht. Dann haben wir hier einen Schraubstock ist dazugekommen, drei Spinte, das sind drei Leute, die hier später beschäftigt sein werden. Genau, Altreifenstapel, den habe ich aus meinem Lagerbestand quasi entfernt. ein Ölfass. Genau, und so Kleinzeug halt, er schweißt immer noch fleißig. Hier auf der Seite sind noch zwei Kanister dazugekommen. Aber so schaut es jetzt aus. Das ist jetzt soweit fertig eingerichtet. Jetzt mache ich als nächstes hier die zwei rechten Fenster, sollen Büro werden. Das wird dann beleuchtet mit Büroschränken oder Aktenschränken und einem Schreibtisch, eine kleine Pflanze. Müssen wir mal schauen. Genau, so geht es jetzt weiter. Jetzt zeige ich euch mal das Gebäude von innen. Hier habe ich nämlich schon ein bisschen was gemacht. Hier stelle ich mir die Wand vor, da muss ich jetzt noch eine Tür reinmachen. Ich weiß noch nicht, ob die Lampe bleibt, weil ich, man sieht es jetzt nicht richtig hier, ob die Lampe bleibt, weil ich habe hier einen Schreibtisch gekauft mit schon einer Lampe dran. Und ich weiß nicht, ob da eine Deckenbeleuchtung noch notwendig ist, weil das wirkt vielleicht besser, wenn dann bloß die Schreibtischlampe beleuchtet ist. Auf jeden Fall muss hier noch eine Tür rein und hier habe ich zwei so, ja was sind das, so Aktenschränke gekauft mit dazugehörigen Ordnern und einen will ich offen machen und den anderen geschlossen quasi und dann, genau, da muss ich jetzt Ordner basteln und Schränke.
Und hier habe ich dann schon die Decke. Die soll hier dann so reinkommen. Über den Querbalken drüber. Und dann ist das quasi die Werkstattdecke. Kann ich dann hier rechts, links die ganze Verkabelung reinmachen und dann muss ich bloß ein Kabel runterziehen. Ursprünglich wollte ich das Gebäude abnehmbar machen, aber das ist so ein bisschen fragil und ein bisschen empfindlich. Ich glaube, ich werde das hinkleben. Das muss ich mir dann mal überlegen oder mal anschauen, wenn es soweit ist. Gestern habe ich noch die Aktenschränke gebaut und die muss ich jetzt mal, die lackiere ich jetzt mal braun. Die zwei Schränke habe ich jetzt lackiert und die Rollos habe ich jetzt schon angemalt. Die kann ich dann da zeitnah hinkleben. Jetzt muss ich vorher dann noch die Aktenordner alle bauen. Das wird eine wahre Freude werden. Und hier habe ich mir schon mal markiert, wo das Büro hinkommen soll. Und zwar hier auf die Seite. Da sind ungefähr 7 cm. Da muss ich jetzt einen Holzboden reinzimmern. Und dann geht es ans Innen ausgestalten. Ich habe jetzt den Holzdielenboden mal ausgelegt. Nur sind mir da die Dielen ein bisschen zu breit. Die werde ich jetzt noch der Länge nach halbieren und dann aufkleben. So schaut es jetzt aus. Und ja, jetzt lasse ich das mal trocknen und dann geht es weiter. Da kommt eine Wand hier rein und die Inneneinrichtung. Gestern habe ich noch den Aktenschrank fertig gemacht. Der ist jetzt bereit zur Installation. Und dann habe ich jetzt gerade noch meinen Boden weitestgehend fertig gemacht. Ich habe ein bisschen geschaut, dass ich die dicken Fugen oder die breiten Fugen ein bisschen mit Kleber matsche. Und jetzt lasse ich das mal trocknen und dann wird noch ein eventuell ein braunes Wash drüber kommen. Und dann kann ich alles soweit installieren. Es geht Schlag auf Schlag. Das Büro ist jetzt soweit fertig eingerichtet. Jetzt da sind ein paar Pflanzen noch dazugekommen, Feuerlöscher, so Kleinigkeiten halt. Hier oben habe ich eine Tür reingemacht mit Türstock. Sogar eine Türklinke gebastelt. Und die Wand natürlich. Und hier links der ganze Kabelverhau. Und jetzt gibt es die Hochzeit. Und dann schauen wir uns mal an, wie es beleuchtet ausschaut. Gestern habe ich das Ganze noch verheiratet. Das ist jetzt alles schön verklebt. Hier sieht man jetzt den Boden quasi vom Büro. Den wird man von außen dann nicht großartig sehen. Vielleicht maximal durch die Spiegelung vom Auto oder so. Aber ich habe es jetzt trotzdem mal mitgemacht. Dann, also die Beleuchtung hier unten geht soweit. Außenbeleuchtung funktioniert auch. Und das ist jetzt ein bisschen schwer darstellbar. Aber hier sieht man jetzt mein Büro. Rückwirkend betrachtet hätte ich vielleicht neue Fenster reinmachen sollen. Weil das habe ich hier unten auch gemacht. Aber gut, jetzt ist es wie es ist. Jetzt baue ich das Ganze mal ein. Und genau. Eine erste Stellprobe war erfolgreich. Normalerweise klebe ich ja größere Gebäude nicht rein. Aber bei dem mache ich jetzt eine Ausnahme, weil erstens ist das recht leicht. Und zweitens ist mir das zu empfindlich. Ich habe da keine Lust, dass mir das dann zerbricht, wenn ich das jedes Mal wegheben muss. Ich mache das jetzt einfach mal, dass ich das reinklebe. Und dann, zur Not komme ich, wenn jetzt irgendwas an der Elektronik ist, komme ich übers Dach noch rein. Und naja, wie gesagt, recht schwer ist es nicht. Jetzt schauen wir einfach. Dann kann ich das auch schön mit Sand bzw. hier noch einfügen quasi oder nochmal mit Sand auffüllen und dann schaut es in sich bündig aus und geschlossen. So, jetzt geht's los, jetzt wird's ernst. Muss ich erst nochmal ein bisschen nachziehen. So. Jetzt beschwere ich das Ganze mal. Und dann lasse ich das Ganze trocknen. So, jetzt habe ich das alles angeschlossen. Man sieht ihn auch noch fleißig schweißen. Es funktioniert alles. Genau, jetzt warte ich das ab, bis das getrocknet ist. Dann fülle ich hier den Sand noch auf an den Seiten. Und dann war es das mit dem Video erstmal. Gestern habe ich noch den Sand hier zwischen Gebäude und Pflaster gemacht. Habe ich eingefüllt und verklebt.
Und dann ist natürlich das passiert, was passieren musste. Ganz frei nach Murphys Gesetz, die hinterste Lampe hier, am schlechtesten zugänglichen Stelle, hat es flackern angefangen und ist dann ausgegangen. Naja, also, was musste ich machen? Plan B. Jetzt muss ich euch mal kurz ausmachen. Ich habe hier oben dann aufreißen müssen. Jetzt kann man hier nochmal schön reinschauen. Ich habe dann die Kabel anders verlegt, ein bisschen sauberer das Ganze. Und jetzt funktioniert es. Ich werde das jetzt trotzdem wieder hinkleben. Und dann ja, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das weiter funktioniert. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dem Video. Jetzt habe ich noch ein, zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Und zwar war ich auf der Messe und da habe ich mir den Staubbehälterwagen gegönnt. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Genau. Und außerdem den G10 mit Bremserhaus hier. Da habe ich gleich zugeschlagen. Genau. Ich habe noch ein paar Sachen mehr gekauft. Zum Beispiel habe ich hier noch so Lampen. Das waren echte Schnapper, da habe ich gleich zugeschlagen. Da bin ich am Überlegen, ob ich die mir hier ins BW setze. Doppelt. Und zwei einfache habe ich auch noch gekauft. Mal schauen. Das kommt dann im nächsten Video. Das würde ich aber wahrscheinlich erstmal zur Probe machen. So, und dann mache ich jetzt noch was ich gar nicht so gern mache, mit der Kamera reden. Aber ich will das jetzt mal in Angriff nehmen. Das werde ich jetzt nicht jedes Mal machen, aber hin und wieder kann ich mir schon vorstellen, dass ich mit der Kamera spreche. Ich möchte grüßen den Sven aus dem Schwarzwald. Wir haben uns auf der Messe in Gießen getroffen, ziemlich am Anfang gleich, haben uns da nett unterhalten, haben uns dann später nochmal getroffen, haben uns nochmal nett unterhalten. Sven, sei mir gegrüßt, es war sehr nett. Vielen Dank für den Link, den du mir zukommen hast lassen. Den werde ich mir jetzt mal, das werde ich mir mal anschauen, das Ganze. Und dann, ja, schauen wir mal, was da rumkommt. Dann möchte ich grüßen den Roland. Den Roland und seine Frau habe ich getroffen. Der hat mir ein bisschen was von seinem Projekt gezeigt. Der möchte auch eine Spur-Null-Anlage bauen. Das ist aber alles noch in Planung. Und der hat selber so eine Mühle gebaut. Da hat er mir Bilder gezeigt. Echt super, echt genial. Also dich grüße ich auch ganz herzlich. War auch sehr nett. Dann habe ich getroffen den Harry Dickel. Der Harry Dickel hat auch einen YouTube-Kanal. Den verlinke ich euch mal hier oben. Der ist, ja, der hat auf sehr wenig Platz Großartiges geschaffen und ist wohl so eine Legende oder ein Urgestein, ein echtes Urgestein in der Spur-Null-Szene. Der hat so eine, der hat 5 x 3,50 Meter, also ungefähr so viel Platz wie ich. Und ich verlinke euch ein Video, wie gesagt, da zeigt er seine Anlage, seinen Plan und ich fand den sehr schön. Also wenn ihr jetzt gerade dabei seid, eine Anlage zu planen oder nicht so recht wisst, wie könnte ich das machen, schaut mal bei ihm in das Video. Der Plan ist super, also der gefällt mir echt gut. Also sei mir du auch gegrüßt, lieber Harry. War echt nett, dich kennengelernt zu haben. Und zu guter Letzt möchte ich nicht vergessen, der Thilo. Thilo, wir haben uns auch getroffen, wir haben uns sehr lange unterhalten, haben Käffchen zusammen getrunken. Es war sehr nett. Ich habe mich gefreut, dass ich dich mal persönlich getroffen habe. Und ja, wir sehen uns bestimmt spätestens auf der nächsten Messe wieder. Ich hoffe, na, jetzt habe ich alle, die ich getroffen habe, erwähnt. Alle, die ich nicht treffen konnte oder nicht gefunden habe oder was auch immer, es tut mir leid. Am Ende war die Messe ein bisschen zu kurz. Und ja, dann treffen wir uns halt nächstes Jahr. Hilft ja nichts. Gut, jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.